1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja! Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind wieder live hier und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter der bekannten Mailadresse domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Marcel und der Marcel ist 23. Hallo Marcel. Hallo Domian. Jo. Um was geht's bei dir? Ja, ich hatte vor circa anderthalb Jahren einen schweren Autounfall mit drei Kollegen von mir im Auto. Wir kamen von Dortmund, von der Disco. Und dann bin ich wohl zu schnell gefahren und wir sind von der Fahrbahn abgekommen, auf der Autobahn. Ja, hast du Alkohol getrunken? Nee, hatte ich nicht. Also ja. Ich, wenn ich fahre, dann trinke ich keinen Alkohol. Nur ich habe mich wohl selber überschätzt und... Ja. Von der Autobahn abgekommen und was ist dann passiert? Ja, wir sind, also wir haben uns mehrmals überschlagen, so sagt die Polizei das, ich weiß es alles nicht mehr. Ja, ich wurde auf jeden Fall unglücklich aus dem Auto rausgeschleudert und dabei ist mir mein Glied abgerissen. Ja. Jetzt habe ich natürlich Probleme in allen möglichen Lebenssituationen. Ist das gesamte Geschlechtsteil abgerissen? Ja, also ich habe jetzt noch ungefähr 0,5 bis 1 Zentimeter habe ich noch da, aber das ist alles nur noch wie so ein Stumpen. Ja, also das ist nur ein Ausscheidungsorgan quasi. Nein, auch nicht mehr. Ich habe einen künstlichen Harnausgang. Ach so. Ja. Sind die Hoden noch da? Die Hoden sind noch da. Ja. Also ich bin nur so unglücklich aus dem Auto herausgeschleudert worden, dass ich durch die Windschutzscheibe oben irgendwo, vielleicht an der Seite oben, ich weiß es nicht, mit dem Bauch dran lang. Ich hatte so Schürfwunden am Bauch und dann muss das wohl so irgendwo, also irgendwie da abgetrennt worden sein. Und ich, wie gesagt, ich habe es selber ja nicht mehr gekriegt. Das war alles so schnell. Ich bin dann im Krankenhaus wieder wach geworden und lag dann da. Hab das selber gar nicht gemerkt. Ich war unter Medikamenten, Schmerzmedikamenten. Hattest du sonst auch noch weitere Verletzungen? Ich hatte einen Beinbruch noch, aber so Kleinigkeiten nur. Also ein paar Schürfwunden, ein bisschen Prellung, aber nichts Wildes. Ja. Und die, anderen Jungs? Also die anderen Leute, die mit dir im Auto saßen? Zwei waren auch bewusstlos, einer war bei Bewusstsein. Die hatten aber auch nur Kleinigkeiten, also nichts Wildes. Da haben meine Bekannten noch einen Wärmschutzengel gehabt. Ja. Und ich natürlich auch in der Situation. Ja. Sonst hätte ich mir, glaube ich, mein Leben lang Vorwürfe gemacht. Ja, ja. Nur natürlich, wenn ich jetzt aus der Dusche rauskomme oder so oder vorm Spiegel stehe, ist natürlich nicht so toll. Wieso war das denn nötig, einen künstlichen Urinausgang zu bauen? Wäre das nicht noch möglich gewesen mit dem Restpenis? Es war ja der Fall so, dass sie mir das Glied wieder angenäht haben, aber nach anderthalb, zwei Tagen hat sich eine derbe Entzündung gebildet. Und durch diese Entzündung hat also der Körper hat abgestoßen. Und da gibt es, sagte der Arzt, der Chefarzt mir, wir haben nur eine Möglichkeit, das Glied wieder abzunehmen, ansonsten erleidet der Körper eine Schockreaktion. Also das heißt, das Glied, das angenäht worden war, ist dann wieder abgenommen worden? Genau, ich war natürlich derbe erst dagegen, ganz klar. Ja. Aber was soll ich machen? Ich hatte keine andere Möglichkeit. Dennoch die Frage, auch mit dem jetzt extrem verkleinerten Glied, wieso geht es nicht, dass du deinen Urin dadurch loswerden kannst? Durch die Vernarbung. Ach so. Durch die Vernarbung war das alles nicht mehr möglich. Ich hätte dann ewige Schmerzen gehabt. Und so hat man das alles relativ gut zugenäht. Und wie gesagt, das ist das jetzt so verwachsen. Du hast jetzt wahrscheinlich in der oberen Bauchdecke so eine kleine Öffnung. Ungefähr anderthalb, also am Schamm anderthalb Zentimeter rechts oberhalb so. Ach so, ja. Da ist jetzt so ein Schlauch daraus. Ja. Und da muss ich dann halt mal kleine Flaschen bzw. Beutel haben. So Beutel, ja. So, das Ganze ist vor anderthalb Jahren passiert. Dieses hat natürlich dein Leben radikal verändert. Ja, vermutlich. Hattest du zu der Zeit damals eine Freundin? Ich war 4 Jahre mit meiner Freundin zusammen. Bist du immer noch mit deiner Freundin zusammen? Nein, sie hat sich von mir getrennt aufgrund, ich sag mal, meiner Launen und man muss sich das so vorstellen, ich kann keinen Sex mehr haben.
Und, hast du denn noch eine sexuelle Lust? Nein, auch nicht mehr. Auch nicht mehr, gar nicht mehr. Mhm. Also da ist nichts mehr. Ich bin teilweise sehr depressiv. Aber wenn ich am Arbeiten bin, dann geht's, dann denke ich da gar nicht drüber nach. Mhm. Aber wenn ich dann zu Hause bin und duschen war oder so, dann kommt es natürlich derbe hoch, ne? Mhm. Ganz klar, weil wenn man das dann sieht. Das heißt, deine Freundin hat sich von dir getrennt, weil du selbst auch sehr schwer damit umgehen konntest und du auch immer in sehr schlechten Stimmungen warst und sehr traurig warst. Ich sag mal, sie hat einfach nicht mehr mit mir ausgehalten, sagen wir es mal so. Bitte? Sie hat einfach nicht mehr mit mir ausgehalten. Mit dir ausgehalten. Mhm. Mhm. Also es lag nicht in erster Linie daran, dass du keinen Penis mehr hast, sondern an der Gesamtlage. Ganz richtig, meine Launen, die haben sich immer selber verschlechtert und ich war sehr, wie gesagt, depressiv und ich hatte eigentlich keinen, also ich hatte keinen Spaß mehr. Hast du Angst? Du bist ja erst 23 Jahre alt, Angst so vor der Einsamkeit, dass du dir so dein Leben ausmalst, ich werde nie eine Frau kriegen, ich werde nie mit ihr Sexualität haben können, ich bleibe alleine. Also wenn ich da irgendwelche Probleme habe und mich schlecht fühle, kann ich mich immer sehr gut an meinen Vater wenden. Mhm. Und mein Vater sagt, auf jeden Topf passt ein Deckel und auch dafür gibt es dann irgendwann die richtige. Mhm. Glaubst du das auch? Glauben kann man sowas schwer. Man hofft. Mhm. Nur ob sowas wirklich passiert, weiß ich nicht. Mhm. Ich kann mir in meiner Situation schlecht vorstellen, dass eine Frau damit klarkommt. Mhm. Ich möchte dich nochmal fragen zu den Gefühlen. Du sagst, du hast keine sexuellen Gelüste. Nee, eigentlich gar nicht. Also wenn ich jetzt auch vor dem Fernsehen sitze oder so und was im Fernsehen sowas läuft, dann habe ich eigentlich auch gar keine Lust mehr, sowas anzugucken. Ich sepp einfach um. Mhm. Ich frage es deshalb so genau, weil ich das immer wieder auch von Menschen höre, die querschnittsgelähmt sind, die sagen, ich habe schon sexuelle Gelüste, die sind anders, die sind auf den Kopf bezogen und nicht so organisch bedingt. Kannst du bei dir aber auch nicht so sagen? Nein, ich denke eigentlich gar nicht mehr drüber nach, also über Sex jetzt an sich. Kommst du mit diesem künstlichen Ausgang klar? Es ist sehr schwer, Arbeitsleben hat sich natürlich dadurch verändert. Was machst du vom Beruf? Ich war Kfz-Mechaniker. Ah ja, da musste ich natürlich ständig irgendwie hinlegen auf dem Boden und beweglich sein. Also das ging nicht mehr. Ich habe da eine Umschulung gemacht. Ich hatte auch Kfz mal eine Ausbildung gemacht, habe aber jetzt eine Umschulung gemacht. Aufgrund meiner Lage halt, meiner gesundheitlichen Lage, hat mir das Arbeitsamt das zahlt auch. Mhm. Habe eine Umschulung gemacht zum Bürokaufmann. Mhm. Ja, jetzt sitze ich bei einer Spedition und bin Disponent in der Art. Mhm. Gehst du damit so offen um? Wissen so die Leute aus deinem näheren Umfeld, was mit dir los ist, oder verheimlichst du das? Nein, ich habe zwei, drei richtig gute Freunde. Freunde hat man ja relativ wenig im Leben. Mhm. Die wissen das und auch ein Arbeitskollege von mir weiß das. Mein Chef weiß das und das war's. Und meine Eltern halt. Mhm. Ne? Wie oft, wenn du so, ja, vielleicht nehmen wir mal den Zeitraum einer Woche, wie oft hängst du da so richtig durch? Und bist sehr traurig oder depressiv? Also gute zwei, drei Mal. Ja. Und dann aber nicht nur irgendwie eine Stunde oder so, dann hängt man wirklich abends. Mhm. Man kann nicht einschlafen, man weint sehr viel, ganz klar. Mhm. Also ich bin eigentlich richtig down. Mhm. Weil das so ein Schicksal ist, dass du einfach lernen musst zu akzeptieren, weil man da nichts dran verändern mehr kann. Das ist sehr schwer zu akzeptieren. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann richtig akzeptieren kann. Mhm. Muss man halt gucken. Mhm. Es gibt natürlich auch keinerlei Möglichkeiten, natürlich nicht, irgendwas da mal was chirurgisch zu machen, das wird nicht gehen, das ist ja... Also wie gesagt, chirurgisch könnte man sowas machen, aber man hat keine Gefühle, null. Mhm. Es ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Also man könnte den Penis aufbauen, so wie man das bei Transsexuellen macht, aber man hat dann keine Gefühle in dem Penis. Richtig. Mhm. Und ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Ich sehe das immer so, also da bin ich dann wirklich Realist und sage, warum soll ich sowas machen, wenn ich keinerlei Gefühle dann habe? Ja, würde ich wahrscheinlich auch so denken wie du. Ja, und deswegen. Was ist deine größte Sehnsucht und dein größter Wunsch? Ja, also wenn ich drüber nachdenke, wie es früher mal war, auch mit Sex, ist natürlich schön gewesen. Gar keine Frage. Mhm. Nur wenn ich darüber nachdenke, dann verfalle ich wieder in diesen depressiven Zustand und das ist nicht so gut und deswegen versuche ich eigentlich nur noch nach vorne zu blicken. Was ist dein Wunsch unter Einbeziehung der aktuellen Tatsachen? Ja, Wunsch einfach eine intakte Beziehung zu führen, wo die Frau damit klarkommt. Ja, ja. Die
Frau damit klarkommt, mit meinen Stimmungsschwankungen erstmal, aber auch mit den Sachen, dass es halt Sex schon gibt, nur nicht so, wie es normalerweise ist. Also ich würde sagen, ich habe auch hier in dieser Sendung schon so viele Varianten und so viele Spielarten der Sexualität erfahren, vor allen Dingen auch von behinderten Menschen, dass ich dir da auch Mut machen möchte, dass es gibt sowas und es gibt auch immer wieder Konstellationen, dass sich Menschen finden. Das ist nicht einfach, ich will das jetzt nicht schönreden, aber es gibt es schon und es besteht schon ein Grund zur Hoffnung, obwohl du dir natürlich, aber das weißt du ja selbst, dass es ein schwieriger Weg ist und das eben nicht so einfach zu arrangieren ist, wie unter normalen Umständen eine Frau kennenzulernen. Das stimmt. Also ich bin auch wirklich, ich hoffe, dass es irgendwann mal so weit kommt, dass ich eine Frau kennenlerne, wirklich, die damit klarkommt. Und unternimmst du schon was? Suchst du im Internet zum Beispiel? Ach, ich weiß nicht. Also ich gehe zwar noch zwischendurch mal so auf Partys oder so. Das ist so, also ich muss diesen künstlichen Ausgang muss ich nicht immer bei mir führen. Also wenn ich jetzt auf Toilette, also beziehungsweise wenn ich dann nicht auf Toilette, aber wenn ich dann Urin gelassen habe, dann kann ich das so 2-3 Stunden ablegen. Dann kommt eine Klemme drauf, dass es zu ist. Und dann kann ich so 2-3 Stunden kann ich weggehen, ohne dass man es dann sieht. Also dann ist wie als ich habe eine Hose an, man sieht es ja nicht. Ja, dann kann ich auch mal auf eine Party gehen, aber suchen jetzt direkt würde ich nicht so sagen, weil ich sage einfach, entweder kommt oder kommt nicht. Ja, wobei, man muss ja auch sehen, für so einen dramatischen Vorfall sind 1,5 Jahre auch noch nicht sehr viel Zeit, die vergangen ist, für dich selbst, dich da hineinzufinden in dieses Schicksal. Nein, also ich denke sehr viel drüber nach und es ist sehr schwer, damit klarzukommen. Hast du denn eine psychologische Hilfestellung bekommen? Also ich muss sagen, ich war bei einer Psychologin, die mir empfohlen worden ist vom Krankenhaus aus. Habe mich auch in mehreren Sitzungen mit ihr zusammengesetzt und mit ihr darüber unterhalten. Das war aber mehr so ein, ich sag mal, so ein Aufbautraining, wie Selbstbewusstsein aufbauen. Aber in der Situation ist es sehr schwer, sowas aufzubauen, weil man sieht halt, ich gehe da heute zum Psychiater, baue mir ein bisschen was auf, gehe nach Hause, gehe duschen und dann ist alles wieder weg. Verstehe. Das ist natürlich eine langwierige Arbeit und ein langwieriger Prozess. Ich würde dir trotzdem, auch wenn du jetzt keine gute Erfahrung gemacht hast oder nicht so eine befriedigende Erfahrung mit einem Psychologen, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, Marcel. Ja. Im Anschluss jetzt an unser Gespräch. Ja. Ja. Ich wünsche dir sehr viel Kraft, dass du das schaffst, das so zu akzeptieren, wie es ist. Aber ich bin guter Dinge. Du wirkst schon sehr gut, finde ich. Du wirkst auch schon sehr gefasst. Also man lernt mit der Zeit irgendwie damit umzugehen. Nur wie gesagt, dann wenn man das sieht, verfällt man. Glaube ich, ja. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt auch nicht nur so gesagt, um dich irgendwie zu trösten. Ich habe sehr viele auch kuriose Geschichten schon gehört von Paaren, die zueinander gefunden haben und auch ihr Glück gefunden haben dann, wo alles eben überhaupt nicht normal war. Und das wünsche ich dir von Herzen auch, dass du so eine Frau findest. Alles klar. Jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Ich habe zu danken, eins wollte ich noch sagen, ich finde deine Show total super. Dankeschön, Marcel, alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Ja, Freunde, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, ihr kennt es ja, 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Freie Themennacht, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne sprechen wollt. Und jetzt geht es weiter mit der oder dem Bauke. Bauke. Eine Frau. Eine Frau. Ja, genau. Ja. Den Namen kenne ich gar nicht. Ich kannte ihn vorher auch nicht. Bauke. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Bauke? Ja, also ich habe halt vor 20 Jahren bin ich das Opfer von Körperverletzung geworden und bin jetzt seit 4 Jahren im Rollstuhl. Damals hat man das so weit wieder hingekriegt. Lass mich kurz fragen, vor 20 Jahren ein Opfer von Körperverletzung, was ist da passiert? Mein Vater ist sehr jähzornig gewesen und ist halt ausgerastet, also ich nenne das Ausrasten. Er hat das als ganz normale, übliche Erziehungsmethode gewertet. Er hat dich geschlagen? Er hat mich zusammengetreten, kann man was wohl eher nennen. Da warst du vor 20 Jahren, da warst du 19? 17. 17?
Ja, gut, dann waren es 22 Jahre. Ja. Also ja. Ich meine, immerhin schon 17, du warst kein kleines Kind mehr. Der hat also eine junge Frau zusammengetreten. Ja. Warum? Ich habe mich in Erziehungsfragen eingemischt. Ja. Also meine Schwester, meine Schwester musste da lernen und ich fand die Methoden, die meine Mutter da angeführt hat, also ziemlich entwürdigend und ich habe einfach gemerkt, dass meine Schwester so nicht mehr aufnahmefähig war. Und das hat ihn in eine solche Wut versetzt? Nee, meine Mutter eher erstmal. Meine Mutter hat das halt fand das unverschämt, dass ich mich da einmische und also sowas wie Zivilcourage oder Solidarität war nicht unbedingt das, was meine Eltern uns beibringen wollten. Mhm. Und dann hat sie ihn halt gerufen, er ist nach Hause gekommen und hat einfach nur zugeschlagen, so lange, bis ich mich nicht mehr bewegte. Auch dann hat er noch weiter zugeschlagen. Und unglaublich. In Anwesenheit seiner Mutter? In Anwesenheit meiner Mutter und meiner Schwester. Und meine Schwester hat dann versucht, ihn davon abzuhalten, weil sie dachte, er bringt mich um. Wie alt war die Schwester damals? Auch 17, wir sind Zwillinge. Ach so, ihr seid Zwillinge, ach so. Ach so. Und da warst du bewusstlos? Ich war bewusstlos. Schon nach dem ersten Schlag, der hat er mir die Halswirbelsäule gebrochen. Gott im Himmel. Wer hat den Krankenwagen angerufen? Gar keiner. Ich bin so unwahrscheinlich, dass das auch anhört, als ich irgendwann aus der Bewusstlosigkeit am Ende der Treppe aufgewacht bin. Also er muss mich da wohl noch runtergeschmissen haben. Bin ich aufs Fahrrad und bin 5 Kilometer bis ins Krankenhaus gefahren und mit einer gebrochenen Halswirbelsäule. Ja, und ich bin einfach nur so in die Glastür reingefahren, habe dadurch einen Alarm ausgelöst und und dann haben die mich halt gefunden und sofort behandelt. Das war das Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe. Ach, du hast damals schon gearbeitet? Ja. Als Schwesternlehrling oder? Ich war in der Ausbildung zur Schwesternhelferin. Schwesternhelferin, ja. Welche Verletzungen hattest du noch? Also der ganze gesamte Schädel, da waren, ich weiß gar nicht, wie viel waren das, 15 Frakturen innerhalb des Schädels alleine, Gesicht und der ganze Oberkörper. Also bis zu den Rippenbogen war eigentlich alles durch, alles kaputt. Unglaublich. Da muss ich kurz fragen, war der vor, das ist passiert, als du schon 17 warst, ja. War der vorher zu euch Mädels auch ja. So? Der hat euch früher auch aufgeschlagen. Ja, also. Hast du ihn angezeigt? Nein. Nein? Das hat, ich bin damals ins künstliche Koma versetzt worden, weil die Verletzungen einfach so gering, so extrem waren, dass man einfach besser behandelt. Ich bin ja auch dauernd wieder operiert worden. Das hat ja etliche Operationen nach sich gezogen. Das heißt, du hattest gar nicht die Kraft dazu, dich da juristisch irgendwie zu wechseln. Nein, das war dann so, dass mein Chef dann diese Mündelschaft damals übernommen hat und auch die Anzeige gemacht hat. Ach so. Mein Vater ist aber noch draußen, also die haben das irgendwie geschafft. Es ist im Sande verlaufen. Bitte? Es ist im Sande verlaufen irgendwie. Ja, wegen irgendwelcher Formfehler und was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Also bist du danach, nach diesem schweren Vorfall, noch irgendwann noch mal nach Hause gegangen? Ich bin irgendwann so, meine Eltern haben sehr, sehr damit gearbeitet, dass wir Zwillinge ja zusammengehalten haben und uns eigentlich ja auch sehr, sehr lieb gehabt haben. Und sie haben mich erpresst und dann bin ich wieder nach Hause gegangen, dann bin ich wieder zusammengetreten worden. Das war aber nicht ganz so heftig wie vorher. Nochmal, nachdem du so schwer... Nochmal und dann bin ich gegangen und ich habe auch zu meiner Schwester gesagt, also dass ich bei aller Liebe, die ich für sie empfinde, das einfach nicht mehr schaffe. Was ist mit der Schwester heute? Wie ist der Kontakt? Meine Schwester wohnt in einem Heim für mehrfach psychisch und geistig behinderte Menschen. Sie ist Autistin, das ist noch das Ding dazu gewesen. Aber sie ist nicht geistig behindert. Ja, Autismus gehört dazu, zu geistig behindert. Nennt man das geistig behindert sogar? Ja, nennt man das. Ich bin ganz, ganz fassungslos und entsetzt, was du mir erzählst. Das ist ja schlimmer als im schlimmsten Film. Ja, das war schon total schlimm. Und nun sitzt du seit 4 Jahren im Rollstuhl, sagst du? Ja, das ist halt so, dass ich ja... Als Folgeerscheinung diese ganzen Verletzungen, jetzt eigentlich das, was man damals alles hingekriegt hat, jetzt retour geht in die entgegengesetzte Richtung, also genau da wieder hin, wo ich war oder wo man mich vorbereitet hatte, nämlich dem Querschnitt ab Halswirbel. Das heißt, du bist du bist Frührentnerin? Ja. Und dein Vater ist schuld daran? Der Mann ist noch nicht bestraft worden? Der lebt noch? Ja. Der lebt frei und führt sein Leben?
Ja. Wie ist heute dein Kontakt zu deinen Eltern? Gar nicht. Gar nicht. Wie lange schon nicht mehr? Also vor 3 Jahren war ich einmal da, weil ich einfach nochmal etwas wissen wollte, inwieweit meine Mutter daran beteiligt war oder inwieweit meine Mutter Opfer gewesen ist des Ganzen. Und danach wurde der Kontakt immer weniger. Jetzt haben wir seit einem Jahr keinen Kontakt mehr. Hattest du nicht, wenn dir so oft und dann so was Schlimmes passiert ist, hast du nicht Angst, dahin zu gehen wieder? Ja, natürlich hatte ich Angst, aber ich habe halt meinen Eltern auch irgendwie klar gemacht, dadurch, dass ich halt ständigen Kontakt nach außen hatte, dass ich dauernd angerufen wurde auf meinem Handy, auch klar gemacht, ey, ich bin hier nicht alleine, ne? Also das war schon so etwas, was ich vorher verabredet hatte im Freundes- und Bekanntenkreis. Gibt dass es denn jeder irgendwann im Laufe des Tages mal anruft und wir dann einfach eine Zeit verabreden, ohne dass meine Eltern das mitkriegen, dass ich dann wieder angerufen werde. Seid ihr die einzigen Kinder gewesen, ihr beiden? Nein. Es gibt noch mehr? Ja. Wie viel? Aber die sind alle tot. Die sind tot? Ja. Meine große Schwester hat Suizid begangen, als sie 19 war. Also als ich auch, da war ich, ich war 19, sie war 21. Und meine beiden Brüder sind gestorben an den gleichen Verletzungen, das ist ja unfassbar, die ich hatte. Vor allem dieser Mann, aber der läuft halt immer noch draußen rum. Ja, unglaublich ist das ja. Das ist schon. Haben diese Eltern, als du jetzt bei ihnen warst, haben sie auch nur im Ansatz eine Reue gezeigt oder sich entschuldigt oder dass es ihnen leid? Für die hat das nicht stattgefunden. Das ist nur leider überhaupt nicht mein Thema. Das ist nicht dein Thema. Aber das ist auch ein ungeheuer. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich jetzt im Zuge dieser rund um die Uhr Pflegebetreuung, die ich ja einfach auch jetzt brauche, jetzt von einem Pfleger so sexuelle Gewalt erleben musste. Also nicht, dass er mich vergewaltigt hat oder mich irgendwie angefasst hat, gar nicht. Aber so sexuelle Anspielungen gemacht hat auf mein mittlerweile natürlich nicht mehr aktives Sexleben. Und auch Berührungen während pflegerischer Maßnahmen an sich selber. An sich selbst? Gemacht hat. An sich selbst. Also während er sich mit dir beschäftigt hat, pflegerisch? Wenn ich mich jetzt angezogen habe, dass er dann die Hose geöffnet hat, den Knopf geöffnet hat und so den Gürtel aufgemacht hat, also erst den Gürtel, dann den Knopf und dann hat er immer aufgehört, aber mich immer schön dabei beobachtet und ich habe hier jedes Mal gesessen und mir ist fast das Essen aus dem Hals gefallen, was ich nicht im Mund hatte, aber er hat den Penis aber nicht rausgeholt. Nein. Aber er war immer, hat damit gespielt, das zu tun. Nee, er hat einfach nur diese beiden Schritte gemacht und dann hat er aufgehört. Und das aber in einer Situation, wo ich mich angezogen habe. Und das ist der Pfleger, der dich regelmäßig betreut? Betreut hat, wie gesagt. Ich habe mich dann dem Pflegedienstleiter anvertraut. Ja, ach so. Und dann ist der Mensch ausgetauscht worden und also der kommt nicht mehr zu dir. Nein. Das hat noch dann die Spitze im Badezimmer gefunden, wo er sich an sein Geschlecht gefasst hatte und gefragt hat, aber sonst ist alles in Ordnung. Und das war auch so aus dem Zusammenhang rausgerissen, weil es war nicht irgendwie eine Unterhaltung vorher, dass es mir irgendwie schlecht geht oder so. Weißt du, was ich so erschütternd an dieser Geschichte finde, Bauke, dass du hast so unfassbar viel durchgemacht in deinem Leben schon. Unfassbar viel, was wir gar nicht ermessen können. Ja, es gibt aber Menschen, die, ich glaube das mittlerweile, es gibt Menschen, die vielleicht einfach in ihrer Eitelkeit verletzt sind, als Mann auch unfassbar sind über so etwas, dass so etwas passiert und die Kurve nicht kriegen und meinen, irgendwas hat mich ja am Leben erhalten. Und dann glaube ich, dass sie oft in diesen Irrtum erlegen, dass sie denken, dass mein Stolz, das was einfach nur pure Angst ist, so etwas nochmal zu erleben. Das ist nur pure Angst. Und dass aber dieser Stolz mir dann eben umgekehrt wieder reingedrückt wird. So, ja, ich, bin,
ich bin natürlich auch nicht einfach. Ich habe meine Ängste und ich habe auch Schwierigkeiten, Menschen zu vertrauen. Mhm. Ich meine, ich konnte meinen Eltern nicht vertrauen. Mhm. Ne? Ich meine, es ist gerade so, dass es so eine Anballung von Unglück gibt, da du die Vergangenheit schon es so schwer gehabt hast, dass dann nun so etwas auch noch passieren muss in der jetzigen Situation. Aber ich habe es richtig verstanden, dass dieser Mann von dir weg ist, dass da jemand Neues ist, dem du vertraust. Das ist so. Mhm. Ja. Aber dass dennoch so eine seelische Angst einfach da ist, ja. Mhm. Dass sich sowas wiederholt, zumal ich ja eben auch in absehbarer Zeit irgendwann mal, es ist jetzt ja schon so, dass ich die rechte Seite nicht mehr benutzen kann. Mhm. Ich kann wohl mit der rechten Hand jetzt gerade den Hörer halten, also mit der flachen Hand, muss das aber mit der linken Hand unterstützen. Mhm. So, pass auf, Bauke, jetzt bin ich in einer schwierigen Situation. Wir haben gerade sehr lange über deine Biografie. Nein, nicht sorry. Es sprengt mir die Zeit alles ein bisschen. Ja. Ich möchte aber auf jeden Fall, dass wir uns ausführlich und richtig und ordentlich mit dir beschäftigen. Das können wir sowieso im Rahmen der Sendung jetzt nicht schaffen. Nee, schon klar. Ich verspreche dir jetzt, gebe dir mein Ehrenwort, dass wir dich jetzt gleich zurückrufen werden. Es kann noch ein paar Minuten dauern. Und dann werden wir alles genau überlegen, wie wir dir im Rahmen unserer Möglichkeiten eine kleine Unterstützung geben können. Mhm. Okay, danke. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, okay. Bauke, du legst bitte auf und wir rufen gleich wieder an. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ich bin immer fassungslos, ich muss es euch sagen. Wenn ich sowas höre, ich bin fassungslos, dass solche Menschen frei rumlaufen. Der Mann hat mehrere Menschen wahrscheinlich auf dem Gewissen, so wie Bauke das gerade beschrieben hat. Und ihre Zwillingsschwester ist ein Psychiatriefall und sie ist schwerstbehindert. Ja, es geht weiter mit Stefanie. Stefanie ist 34 Jahre alt. Hallo Stefanie. Sehr gegrüßt. Ja, hallo Stefanie. Erstmal zum vorherigen Fall, das tut mir auch wahnsinnig leid. Ich verstehe das auch nicht und alles Gute und möge sie möglichst darüber hinwegkommen können und gute Therapeuten finden. Man weiß gar nicht, ich war gerade auch ganz unsicher, was ich der Bauke wünschen soll. Das Wort alles Gute zu sagen, klingt fast schon wie ein Hohn, obwohl es ernst gemeint ist und von dir auch. Aber wenn so etwas Schlimmes in der Vergangenheit geschehen ist, dann... Also ich bin ganz sprachlos, muss ich sagen. Ja, ich auch, aber... Vielleicht findet sie ja Therapeuten, die ja ein Stück weit auch hinweg helfen können. Ich glaube, lindern kann man es lediglich. Ja, darüber hinweghelfen kann man, glaube ich, nie. Ja, ja. Stefanie, zu dir, zu deinem Thema. Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, ich lebe seit Anfang des Jahres von meinem Mann getrennt. Mhm. Wir haben zwei Kinder. Wie alt sind die Kinder? 3 und 6. Mhm. Und... Also ich habe mich getrennt von ihm, aber das ist egal warum, weil es geht jetzt darum, nach wie langer Zeit? Wir waren ungefähr 18 Jahre zusammen. 18 Jahre. 18 Jahre. Wow. Und seine Mutter liegt jetzt im Sterben. Mhm. Die hat nur noch Tage oder Wochen. Die hat im September eine Krebsdiagnostik gekriegt. Wir dachten erst durch Chemotherapie oder etc. könnte man da noch ein bisschen was machen. Ist aber nicht. Mhm. Die Ärzte haben sie jetzt letzte Woche im Prinzip final nach Hause entlassen, endgültig. Mhm. Sie wird jetzt von der Schwester und von ihnen gepflegt. Was für ein Krebs ist es? Das ist ein Magen-Darm-Krebs. Mhm. Also das ist alles voll im ganzen Bauchraum. Mhm. Leber, Niere, alles. Das ist... sehr stark fortgeschritten und da ist nichts mehr zu machen. Ich arbeite auch in der Altenpflege, deshalb weiß ich auch Bescheid. Achso, ja, du kennst es ja. Mhm. Also das ist deine Schwiegermutter gewesen quasi. Genau, und sie war mir auch sehr lange Zeit eine sehr gute Freundin und ich soll sie jetzt aber nicht mehr besuchen. Sagt dein ehemaliger Partner. Genau. Du sollst sie nicht ist planen. Eigentlich so schwach, dass sie mir das nicht mehr persönlich richtig artikulieren kann. Mhm. Und mich stört das einfach, weil ich möchte sie sehen. Ich arbeite jetzt eigentlich seit 1,5 Wochen dran, dass ich sie sehen kann. Mhm. Ich rufe immer wieder an, egal ob wo im Krankenhaus oder jetzt zu Hause und frage nach, wann kann ich sie sehen. Und
Das heißt immer nur nein, 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 ich frage nochmal nach und nein, bitte nicht jetzt. Und er sagt doch. Das. Ja. Mhm. Er hat heute die Kinder abgeholt. Glaubst du, was steckt dahinter, dass er das nicht will? Er hat den totalen Hass auf mich. Also denn die alte Frau würde sich bestimmt freuen, wenn du sie besuchen. Ja, aber er... Oder? Er erzählt mir eher auch genug Dinge über mich, die er aus seiner Sicht natürlich so sieht, weil die Scheidung läuft. Es sind Unterhaltsansprüche meinerseits an ihn, die für die Kinder bezahlt er, aber nicht meine. Wie lange hattest du denn das enge Verhältnis zu der Frau? Von Anfang an, bis ihr euch getrennt habt? Ja. Das heißt, 18 Jahre ist das ja eine ganz enge, gewachsene Geschichte gewesen. Ja, aber ich habe ihren einzigen Sohn habe ich quasi zerstört. So stellt er das dar. Hat sie das denn in der Endphase auch so gesehen? Hast du mal irgendwann nochmal mit ihr telefoniert, seitdem du getrennt bist von deinem Mann? Ja, wir haben uns auch häufig gesehen noch, weil ich habe auf die Kinder aufgepasst. Ah, ja. Ich bin ja auch berufstätig. Ja, wie war denn da die Stimmung zwischen euch beiden? Nicht mehr so herzlich wie vorher, weil ich habe ja ihren Sohn verlassen. Also sie sah schon eine gewisse Schuld auch bei dir? Ja, aber er tut auch. Ich habe also vor kurzem durch eine Freundin erfahren, dass da gesagt wird, ich hätte das alles beabsichtigt und ich würde ihn zerstören wollen und so weiter. Mhm. Okay, das sind so die üblichen Kriege, die dann geführt werden. Genau, und dieser Krieg wird eben halt jetzt auch auf die Mutter ausgeweitet, obwohl die im Sterben liegt. Ich verstehe das einfach nicht. Lass mich nochmal fragen, weil ich das gerne verstehen möchte. Du hast, nachdem du dich von deinem Mann getrennt hast, noch immer wieder Kontakt mit seiner Mutter gehabt. Mhm. Das war nicht mehr so freundlich wie vorher, sagst du, aber es war auch nicht richtig erkaltet. Nein, nicht. Gar nicht. Hat gar sie nicht. Dir denn auch Vorwürfe gemacht? Ja, sie hat mir erzählt, warum ich ihr nicht von meinen Eheproblemen erzählt hätte. Mhm. Da habe ich ihr gesagt, ich habe ihrem Sohn mehrfach gesagt, er soll seiner Mutter sagen, dass es da Probleme zwischen uns gibt. Mhm. Es gibt da Probleme, die möchte ich auch nicht am Telefon nennen. Das könnte Nachteile für ihn auch beruflich haben. Mhm. Und darin lagen unsere Probleme. Ja. Wie lange hast du die Schwiegermutter vor ihrer schweren Erkrankung nicht mehr gesehen? Ich habe sie noch während ihrer schweren Erkrankung gesehen, im Krankenhaus. Ich habe sie auch besucht. Als ihr schlechter ging, als sie das nicht mehr so ganz selber entscheiden konnte, sollte ich sie dann nicht mehr sehen. Sie ist jetzt zu Hause und wird von wem betreut und gepflegt? Von ihrer Schwester und ihrem Sohn. Und ihrem Sohn. Und meine Kinder waren heute da und haben eben halt von ihrer Tante quasi und ihrem Vater erfahren, dass sie sterben wird. Mhm. So, und die ganz klare Ansage ist von deinem Mann, dass du nicht kommen sollst. Genau. Und ich bettel seit quasi anderthalb Wochen drum, dass ich sie nochmal sehen darf, weil ich möchte mich von ihr verabschieden. Ich möchte aber auch nicht gegen ihren eigenen Willen verstoßen, wenn es denn ihr eigener Wille ist. Ja, weiß man das? Ich weiß es nicht. Das ist ja mein Problem. Ich möchte... Also nicht gegen den Willen eines Menschen verstoßen. Jetzt stellt dein Mann das denn so dar, dass seine Mutter dich nicht sehen will? Genau. Das sagt er so? Ja. Ganz klar? Ja. Ich glaube, das ist eine Situation, Stefanie, wo du dich nicht wehren kannst, wo du nichts tun kannst. Du kannst nicht mit Gewalt dahin gehen, du kannst es nicht erzwingen. Du kannst nicht an das Sterbebett eines Menschen gehen, der dich vielleicht gar nicht sehen will, man weiß es ja nicht, ein Risiko besteht. Und vor allen Dingen darf man den Streit nicht an das Sterbebett tragen. Nein, das ist ja gar nicht mein Thema. Wir kennen uns seit 18 Jahren. Wir haben uns nicht voneinander verabschieden können. Ja, ich verstehe das schon. Und ich glaube auch, ich kenne Menschen, die sterben. Mhm. Ich mache das seit 15 Jahren mit. Ich verstehe das. Ich mache das gerne. Ich verstehe es alles, was du sagst. Und ich akzeptiere die Wünsche des Menschen, nur ich weiß nicht, ob es wirklich ihr Wille ist. So, aber da wir das nicht wissen, allein die Tatsache, dass man es nicht weiß, deswegen wirst du dich fügen müssen. So schlimm das ist, aber du kannst ja nicht in die Wohnung gehen und sagen, ich will sie jetzt sehen. Nein, darum geht's nicht. Nein, ich könnte aber wenigstens klingeln und fragen, darf ich sie sehen? Ich glaube, es fällt schwerer, einen Menschen persönlich abzuweisen, als jemanden, der am Telefon anruft. Aber das stimmt. Es ist ja immer jemand bei ihr. Es ist ja nicht so, dass sie alleine ist. Aber weißt du, was ich ganz schlimm fände, wenn du klingelst
und es käme zu einer Streiterei im Hausflur. Nein, es käme nicht zu einer Streiterei. Und die Frau, wenn Nein gesagt würde, würde ich sagen, okay, danke, ich gehe wieder. Nein. So darfst du mich nicht verstehen. Ich bin kein rachsüchtiger Mensch. Oder nein, ich will nur darauf hinaus. Ich würde sie auch nicht belasten wollen. Ich will nur darauf hinaus, dass die sterbende Frau darf keinen Streit mitbekommen. Aber das siehst du genauso. Ja, genau so. Ich möchte die Würde des Menschen nicht verletzen. Gut, dann geh den Weg. Dann, wenn du meinst, dass es vielleicht durch ein Aug in Aug vielleicht eine Möglichkeit gibt, dann versuche das. Aber dann geh auch sofort, wenn die sagen Nein. Wobei ich skeptisch bin, wenn es schon am Telefon nicht geklappt hat und du wirklich so inständig darum gebeten hast, wie du es jetzt hier bei mir darstellst, wenn er da so hart geblieben ist, könnte ich fast vorstellen, dass der richtig zornig ist, wenn du vor der Tür stehst. Ja gut, ich habe ja immer noch die Möglichkeit, dass er nicht da ist, sondern die Tante. Hast du mit der auch mal telefoniert? Ich komme noch gar nicht dazu, er blockt doch alles ab von mir. Aber ich kann auch mit ihm nicht reden wie mit dir. Weißt du, was ich meine? Aber wenn man da anruft, geht er doch nicht immer nur er ans Telefon. Natürlich. Immer. Finde ich eine ganz schwierige Situation, weil man das so schwer einschätzen kann, was da los ist. Dann versuche, diesen Weg noch zu gehen. Nein, es geht mir auch darum, ich habe viele, viele Menschen begleitet. Und ich habe sie auch gerne begleitet. Mhm. Und ich weiß auch, dass es sehr viel einfacher ist zu gehen, wenn man alle Dinge erledigt hat, die man erledigt haben wollte. Ja. Weißt du, was ich meine? Vorausgesetzt, man möchte das. Voraus. Ich möchte niemanden dazu zwingen. Mhm. Wie gesagt, ein Nein reicht mir und ich drehe mich wortlos um und gehe. So. Und sag alles Liebe. Dann mach es genauso. Dann mach es ganz genauso, Stefan. Ja, gut. Und mach es ganz schnell. Ja. Wenn die Frau so schwer krank ist. Aber, danke. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer oder unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Hier ist Christian und Christian ist 53, hallo. Hallo. Ja, hallo Christian, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich bin der Christian und habe ein Problem. Mhm. Ich bin einer Domina verfallen. Ich bin bloß 1,30 Meter groß und bin seit 2 Jahren mit der Domina zusammen, habe sie übers Internet kennengelernt. Stopp, darf ich ihn fragen? Zusammen heißt nicht, dass ihr ein Paar seid? Nein, wir sind kein Paar. Ihr habt eine geschäftliche Beziehung, sagen wir so. Jetzt zahle ich bloß so die Unkosten, wenn ich mal so Essen und so weiter tue. Soll ich dort als Hausklave denn dienen? Achso, das heißt, du musst nicht dafür bezahlen? Nein. Und sie bezahlt auch nicht dafür. Also es ist alles dann ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Geben und Nehmen. Obwohl sie provisionell arbeiten tut. Achso. Und ich mache dann so gesagt diese Arbeiten. Und bekomme dann so gesagt als Belobigung dann eben Schläge oder worauf ich eben stehe, dass eben mein Penis und mein Hoden eben massakriert werden. Die werden eben dann mit Zigaretten oder mit Feuer oder ähnlichen Sachen traktiert. Da muss man immer so als nicht SM-orientierter Mensch immer schlucken, da zuckt man zusammen. Da werden die Hoden und der Penis mit Glut malträtiert, wie du es gerade gesagt hast. Aber das ist dein Ding, das findest du gut. Ja. Und du möchtest das. Sagen, halten wir nochmal so fest, ne? Das ist deine Form der Sexualität. Punkt aus. So möchtest du es. Ja, so möchte ich es. Aber ich habe eben das Problem, dass ich eben verheiratet bin. Ach so. Und wenn ich jetzt eben das mache und zu ihr ziehe, dann, ich liebe auch meine Frau, dann ist diese Beziehung beendet. Moment, du sollst zu der Domina ziehen. Achso, du sollst gänzlich ihr Hausklave werden. Ja. Achso, bist aber verheiratet? Ja. Wie lange bist du schon verheiratet? Ich bin 17
17 Jahre verheiratet. 17 Jahre schon. Weiß deine Frau von deiner SM-Neigung? Nein, die weiß gar nichts. Gar nichts. Und sie ist auch sexuell total verklemmt. Also ich habe ihr auch schon mal so angeboten, eben, dass er eben meine Hoden, sag mal, irgendwas, was macht, nicht mit Feuer, aber hart anfasst oder sonst was. Mhm. Was sie ist da total verklemmt. Na gut, ist es einfach nicht ihr Ding, sagen wir so. Das ist nicht ihr Ding, ja. Habt ihr denn normalen Sex miteinander gehabt in all den Jahren? Oder? Ja, aber nur sporadisch. Mhm. So, jetzt dieser Kontakt zu der Domina, davon weiß deine Frau gar nichts. Da weiß sie gar nichts davon. Und dich reizt es, dein ganzes Leben umzukrempeln, deine Frau zu verlassen und gänzlich Haussklave bei der Domina zu werden? Ja. Ja. Und Was machst du vom Beruf, wenn ich das mal fragen darf? Ich bin Elektromeister. Du bist Elektromeister, das heißt, du müsstest deinen Beruf auch aufgeben? Ja, im Augenblick bin ich arbeitslos und arbeite freiberuflich durch meine Körpergröße und also im Filmgeschäft. Ach so, sowas, ach so, ja. Also als Komparse irgendwo. Ja, ja, nur eben durch meine Körpergröße bin ich auch relativ gut gefragt und dadurch... Also 1,30 Meter, sagst du? Hm, 1,30 Meter, ja. Ich muss dich mal eben noch was fragen mit den Hoden. Wenn du mir sagst, du stehst drauf, dass man eine brennende Zigarette auf deine Eichel ausdrückt, da entstehen doch ständig Narben und Verletzungen. Ja, und aber da ja meine Frau, da wir ja das ja alles im Dunkeln machen, ist ihr das noch nie aufgefallen. Es ist ihr noch nie aufgefallen, aber was auch der Hintergrund meiner Frage war, durch diese Verletzungen, durch die Vernarbungen, hast du da auch weniger Gefühl in der Eichel, oder wie ist das? Nein, eigentlich nicht. Also es ist immer noch genauso wie früher. Na gut, das kann ich mir nicht vorstellen, aber gut, wenn du es so erzählst, dann will ich dir auch so glauben. Es geht jetzt um die grundsätzliche Frage, soll ich mein Leben vollkommen verändern? Ja, aber das Problem ist jetzt, jetzt soll ich so gesagt ihre Initialien über meinem Geschlechtsteil so gesagt als Tattoo bekommen und das würde ja dann in dem Augenblick auffallen und dann wurde so gesagt das ist so gesagt jetzt der Scheideweg, weil ich nächste Woche dorthin fahre, ja. Und sie hat gesagt, jetzt muss ein Scheideweg, ist ja klar, nach zwei Jahren. Mhm. Und jetzt muss das. Verstehe. Jetzt muss. Ich verstehe das Problem. Wie ist denn dein Gefühl für deine Frau? Ich liebe meine Frau. Ich habe auch alles für meine Frau. Also, ich habe sie auch finanziell abgesichert. Ich habe. Habt ihr Kinder auch? Nein, wir haben keine Kinder, das geht von meiner Frau aus nicht, weil sie auch minderwüchsig ist. Ja, aber du hältst fest, dass du deine Frau liebst, dass da ein Liebesverhältnis ist. Ja. Wenn auch kein sexuelles Verhältnis, aber kein vernünftiges für dich, aber ein Liebesverhältnis. Ein Liebesverhältnis, ja. So, bei der Domina bist du natürlich nur sexuell gut aufgehoben, oder? Ja, das ist eben mein Problem. Das ist das Problem. Mhm. Jetzt erzähl mir doch mal, wie das konkret aussehen würde. Wir spielen das nun mal eben durch. Du würdest dann dein normales Leben verlassen und wärst 24 Stunden Sklave bei der Domina. Ja. Wie sähe das Leben aus? Was müsstest du da tun? Ja, ich müsste erstmal sämtliche Reinigungsarbeiten machen, auch die Gäste bedienen. Mhm. Also auch was sie wollen, weil ich bin auch bi-veranlagt. Mhm. Ne? Also Gäste, um es mal klarzustellen, ist vielleicht gerade ein bisschen untergegangen, diese Domina arbeitet auch professionell. Ja. Das heißt, da kommen Kunden eben hin und du müsstest dann, also ich verstehe schon, letztendlich musst du alles machen, was sie von dir verlangt. Ja. Und wenn da ein Gast ist und sagt, ich will Analsex mit dem Christian haben, dann musst du es über dich ergehen lassen. Ja. Wenn da jemand kommt, der sich gerne seine dreckigen Schuhe ablecken lässt und die Domina sagt, Christian, mach das, dann musst du es machen. Ja. Und so weiter. Also, ne? Also nur immer. Und du musst natürlich auch das Klo putzen und einkaufen gehen und
Ja, die Gardinen waschen oder weiß ich was. Ja. Aber das, was vorher gewesen ist, also mit den Gästen, das ist für mich aber auch eine sexuelle Befriedigung dann dabei. Verstehe. Jetzt ist natürlich die große Grundfrage. Wie alt bist du? 53. Ist die Sexualität und ist diese Obsession, nämlich Sklave zu sein, so groß, dass sie die Liebe zu deiner Frau überschattet? Das ist die Frage. Ja, aber das ist eben im Augenblick geht nichts anderes in meinem Kopf vor. Weil du ganz verrückt danach bist. Weil du die Vorstellung, wenn du das machen würdest, wär das für dich ein Traum eigentlich. Ja, eigentlich ein Traum. Und den Traum lebe ich schon, sagen wir mal, seit 30 Jahren. Verstehe, weil du all die ganzen Jahrzehnte deine sexuelle Gier, die in dir steckt, hast unterdrücken müssen. Hm. Nämlich Sklave sein zu wollen. Das ist deine Gier. Ja. Verstehe. Das ist eine schwierige Frage, Christian. Das ist eine sehr schwierige Frage. Natürlich würde ich jetzt spontan immer erstmal sagen, mein Gott, was handelst du dir da ein? Da hast du vielleicht ein Jahr deine Lust oder zwei Jahre und wirst von der Frau rausgeschmissen und dein Leben ist kaputt. Kann ja sein. Andererseits, und du hast die Liebe deiner Frau in den Wind geschmissen. Andererseits kann ich gar nicht ermessen, wenn man 30 Jahre nicht das ausgelebt hat, was man gerne ausleben möchte. Das weiß ich nicht, wie man sich da fühlt. Ich glaube, das ist sehr schlimm, wenn man das nicht getan hat. Ja, und ich bin jetzt an einen Punkt gekommen, wo ich sage, jetzt bin ich noch 53, mhm. ich kann im Augenblick, geht's noch. Ich weiß auch, dass das nicht bis Ultimo geht. Mhm. Ich weiß auch, dass es, mein Verstand sagt das, auch, dass ich irgendwann da abserviert werde, mhm. aber im Augenblick ist es... Ist nochmal so ein Gefühl, ich will die letzte Chance des Lebens nochmal packen und die Sinnlichkeit und all das, was mit Sexualität zu tun hat, wenn ich eine Chance habe, kann ich es jetzt nochmal leben, sonst nie. Ganz nie, ja. Mhm. Und das ist eben jetzt mein Problem und ich habe schon überlegt, ob ich mal irgendwie zum Psychiater gehe, ob ich da, dass er mich vielleicht zurückbringt von dem ganzen Ding, aber das ist jetzt zu spät, weil ich nächste Woche fahre ich dorthin. Und könntest du es ja noch mal ein bisschen aufschieben, die Entscheidung? Nein, das nicht. Das heißt also definitiv nichts, was muss entschieden werden. Entweder gehe ich jetzt in meinem Leben so oder ich gehe in meinem Leben so. So, ja. Mhm. Sehr schwierige Entscheidung. Sehr schwierige Entscheidung. Die ist so gravierend. Du bist dir, was diese sexuelle Affinität anbelangt, was diese sexuelle Richtung anbelangt, bist du dir ganz sicher? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir jetzt auch so sicher gewesen. Ich habe so gesagt, unserem Freundespaar gesagt, von meiner Mann, von meiner Frau und mir, die wissen jetzt Bescheid. Die waren total frustriert und Moment, das Freundespaar von deiner Frau und dir? Ja. Und die wissen schon Bescheid. Die wissen schon Bescheid. Aber deine Frau weiß noch nicht Bescheid. Meine Frau weiß noch nicht Bescheid. Auch schlimm. Ich finde, für deine Frau wird das natürlich die Hölle werden. Ne? Für die wird eine Welt zusammenbrechen. 17 Jahre zusammen. Und dann in so... Die hat ja überhaupt gar keine Ahnung von dem, was da in dir los ist. Nein. Sie ahnt das vielleicht so ein ganz klein bisschen, aber die Ausmaße sind ja überhaupt nicht klar. Das muss man natürlich auch berücksichtigen, was man da für einen Schaden bei einem Menschen anrichtet, den man liebt. Und für den man ja auch Verantwortung trägt. Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage, die man sicher nicht so ganz schnell von außen sowieso nicht mit so oder so entscheiden kann oder beantworten kann. Weil du da so tief in dich hineinhorchen musst, was ist richtig und was ist mein Weg und was riskiere ich und bin ich bereit, das zu riskieren. Mir tut deine Frau auch sehr leid, muss ich sagen. Ja, mir tut ja meine Frau auch leid und sonst wäre ich ja schon vor einem Jahr hingezogen. Ich hab ja das bis jetzt immer
herausgezogen und das Ganze. Mhm. Das hast du bei mir angerufen, in der Hoffnung, dass ich jetzt sage, mach das oder das. Ja, das auch, weil ich staune sowieso, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist, da ich ja auch, dass meine Frau noch nichts weiß, da ich ja auch im Internet drinne stehe. Mhm. So, Christian, ich kann das, diese Verantwortung kann ich nicht auf mich nehmen. Ich kann das jetzt nicht so klar sagen. Weil ich wirklich, das ist eine solche Gewissensentscheidung, die kann man dir nicht abnehmen. Ich kann nur, wir haben alle Aspekte, glaube ich, im Moment, die es so gibt, auf den Tisch gelegt, die wichtigsten. Ja. Ich glaube, das Allerwichtigste ist bei all dem, wenn du für dich die Entscheidung triffst, das ist wirklich mein Leben. Und ich bin bereit, halt auch das zu opfern, was mir 17 Jahre wert war. Ich will jetzt dieses Leben mit aller Rigorosität mal einmal durchziehen. Da musst du es tun. Wenn du aber nur einen Hauch des Bedenkens hast, also darfst du es nicht tun. Wenn der Zwang oder die Sehnsucht ganz groß ist, das zu tun, dann musst du es machen. So heftig das ist. Jetzt läuft auch gerade die Zeit weg. Wir haben heute so interessante Themen, dass die Gespräche lang sind. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich möchte dich bitten, auch mal dran, das Telefon aufzulegen, und wir rufen dich auch gleich nochmal an. Und beraten mal gemeinsam mit meiner Psychologin auch nochmal. Okay? Okay. So machen wir es, Christian. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Jetzt geht es weiter. Bei mir. Ich frage meine Regie, mit wem machen wir weiter? Mit Daniel. Daniel ist 25 Jahre alt. Hallo Daniel. Hallo Daniel. Schönen guten Morgen, lieber Domian. Ja, hallo lieber Daniel. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich dank meiner Ex-Freundin in die Geschlossene bald reingehöre. Du musst irgendwie den Hörer anhalten, ich verstehe kein Wort. Ich habe das Gefühl, dass ich wegen meiner Ex-Freundin bald in die Geschlossene rein muss. Wegen deiner Ex-Freundin in die geschlossene Psychiatrie? Ja, genau. Warum? Weil ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Wir haben eine 4-jährige Beziehung hinter uns, haben eine bildhübsche 2-jährige Tochter zusammen und am Tag der Bundestagswahlen war ich als Wahlhilfe aktiv und da habe ich dann von ihr erfahren, dass sie mir fremd geht. Mhm. Anstatt auszurasten, wie es eigentlich jeder andere, denke ich mal, auch tut, bin ich meines Erschreckens sehr ruhig geblieben. Mhm. Lass mich kurz fragen, wie hast du es erfahren? Hat sie es dir gestanden? Hat es mir gestanden. Sie hat mich angerufen, weinend, hat gesagt, sie hätte Ärger mit ihren Eltern. Da habe ich gefragt, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, und da hat es mir dann gestanden am Telefon. War das denn eine einmalige Geschichte oder läuft da länger schon was? Ich weiß nur von 3 Wochen. Liebesaffäre, Liebesbeziehung oder Sexaffäre? Beides. 3 Wochen, okay. Erzähl mal weiter. Wochen. Ja, und ich habe dann um unsere Liebe gekämpft, wie verrückt. Und der Typ hat sie nachts angerufen, hat ihr nachts getextet, hat ihr getextet, dass wenn ich sie nicht in Ruhe lasse, dass er mich halt beseitigen würde, dass ich der Liebe nicht mehr im Weg stehen soll. Lass mich zwischendurch fragen, was heißt, du hast um die Liebe gekämpft? Das ist immer so eine schöne Formulierung, was heißt das? Ich habe ihr 150 rote Rosen geschenkt, ich habe ihr einen Heiratsantrag gemacht und alles. Ich habe gearbeitet, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, ich habe letzte Woche meinen Job verloren. Ich vermute mal, dass das mit ein Grund war. Ich war Nutzfahrzeugverkäufer bei Ford. Ja. Ich konnte mich auf die Kunden nicht mehr konzentrieren, auf die Arbeit nicht mehr. Ja. Ja, und sie hatte letzte Woche Samstag meinen Heiratsantrag angenommen, total weinend und alles. Naja, und dann habe ich in einer Überreaktion letzte Woche Mittwoch, als ich meine Kündigung bekommen habe, habe ich sie angerufen. Ich habe gesagt, weißt du was, es hat keinen Sinn mehr. Ich habe meine Arbeit verloren. Ich habe kein Geld mehr für die Hochzeit. Ich habe kein Geld mehr für dich. Ich habe kein Geld mehr für die Kläne. Ich mache Schluss. Nimm lieber den anderen. Hm. Ja, und den Spruch hat sie mir übel genommen. Und jetzt sitze ich seit 3-4 Uhr morgens wach. Ich höre mir nur noch die Söhne Mannheims an, mit zurück. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Jetzt sag mir doch mal bitte, was für ein Teufel dich da geritten hat, zu sagen, ich will dich nicht mehr, nur weil du deinen Job verloren hast. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Es war eine Überreaktion. Ich bin nicht nach Hause gefahren, gar nicht. Mhm. Ich habe mich zu Hause nicht gemeldet, gar nichts. Ich habe mich mit einem Kollegen getroffen, Kaffee getrunken. Wo bist du jetzt? Also ihr wohnt auch zusammen, ne? So habe ich es verstanden. Nein, ich wohne auch nicht zusammen. Ich war immer nur am Wochenende bei den beiden. Ach so. Weil ich mich zu Hause noch um meine Großeltern kümmern muss. Wann hast du sie jetzt das letzte Mal gesehen?
Am Sonntag. Am Sonntag, das ist ja nun noch gar nicht so lange her. Wie war die Stimmung da zwischen euch beiden? Die Stimmung war so, dass wir uns ausgesprochen hatten und dass sie gesagt hat, gib mir Zeit, ich muss in Ruhe nachdenken. Mhm. Dann hatte ich sie am Montag angerufen, habe gefragt, wie es der Kleinen geht, habe der Kleine gute Nacht gewünscht und habe ich nur gefragt, ob alles in Ordnung ist. Mhm. So, ich habe dir doch gesagt, ich brauche Zeit, da habe ich sie zusammengefalten am Telefon, habe ich gesagt, sei froh, dass ich dir nicht kein Theater gemacht habe, als ich erfahren habe, dass du mit dem anderen im Bett warst und alles. Da hat sie aufgelegt, ich habe sie nochmal angerufen, mich entschuldigt und dann hatten wir am Dienstag telefoniert und wieder seitdem alles in bester Ordnung. Also hin und her? Hat sie mir gesagt, ja, schönen Abend wünsche ich dir noch, schlaf gut, träum was Schönes und ich freue mich, wenn du am Mittwoch die Kleine abholst. Aber du bist natürlich auch ein bisschen krass drauf, ne? Du schwankst von einem Extrem in das andere, was sie natürlich auch wahnsinnig macht. Vom Montag auf Dienstag war die Frau mir auf einmal plötzlich egal. Und jetzt seit unserem Telefonat, wo sie gesagt hat, schönen Abend noch und wir uns wieder spitzenmäßig verstanden haben, ich habe ihr gerade einen zweiseitigen Brief geschrieben, wo ich die ganze Schuld auf mich genommen habe. Hast du das nicht schon mal zu ihr gesagt? Was? Dass du die Schuld auf dich genommen hast? Natürlich. Ja. Wozu schreibst du es dann nochmal? Ich weiß es nicht. Wobei die ganze Schuld, die Schuld liegt ja auch bei, warum? Die Grundfrage ist ja, warum hat sie sich auf jemand anderen eingelassen? Ist sie unzufrieden mit dir, mit eurer Beziehung? Ja, weil er den ganzen Tag zu ihr kommen konnte und nicht nur am Wochenende. Das heißt, sie fühlte sich ein bisschen vernachlässigt von dir. Genau. Ja, abgesehen davon, hat sie denn irgendwann mal formuliert, dass sie dich dennoch liebt? Sie hat schon öfters gesagt, wenn sie die Kleine sieht, würde sie mich sehen, denn die sieht mir verdammt ähnlich. Mhm. Und sie hat ja am Sonntag noch gesagt, lass mir Zeit, gib mir Zeit und jetzt auf einmal Dienstagabend wieder, ja, schönen Abend und ich freue mich, wenn du am Mittwoch die Kleine besuchen kommst und mit der Kleinen spazieren. Ja, aber sie hat zu dir gesagt, gib mir Zeit. Ja, aber hab ich ja. Ja, du hast am nächsten Tag schon wieder angerufen und hast gefragt, wie ist es denn so? Ja, natürlich, weil ich wissen möchte, wie es der Kleinen geht. Ja, nein, das ist mir schon klar. Aber du hast erst gefragt, wie geht's der Kleinen und dann überhaupt, wie ist es denn so? Ja, ich hatte gefragt, wie war euer Tag? Ob es was Neues gäbe. Ja, das ist doch schön. Ob es was Neues gäbe. Ich habe mich gestern, sie hat sich gestern mit dir verabredet, lass mir Zeit. Da rufst du am nächsten Tag an und sagst, gibt's denn was Neues? Würde mir auch die Nerven gehen. Wenn. War nur nicht beabsichtigt. Ja, ich verstehe schon. Ich glaube, dass man in so einer Situation, Daniel, muss man die Nerven behalten. Da muss man sich am Riemen reißen, weil da kann man schnell einen Schritt, einen Millimeter zu weit gehen und man nervt den anderen ganz einfach. Wenn die gesagt hat, gib mir Zeit, dann gib ihr Zeit. Und dann musst du dich auch nicht hinterher nach dem Kleinen erkundigen, das wird schon laufen. Die wird sich ja schon ordentlich bemühen. Lass sie mal ein bisschen kommen. Ich glaube, man entzaubert sich auch völlig, indem man da immerzu klammert und baggert und was ist denn jetzt und ach bitte und ach nein, sondern geh mal souverän ein Stück zurück. Die Frau scheint dich wirklich auch doch noch zu lieben, wie du es gerade geschildert hast. Mach dich mal einfach ein bisschen interessanter wieder und dass sie auch Achtung und Respekt vor dir hat. Im Moment hat die, glaube ich, gar keinen Respekt vor dir, wie du dich verhältst. Ja, da glaube ich auch nur, wir hatten vor 2 Jahren schon mal so eine Krise, da war auch aus. Da hatte ich sie in Anführungszeichen genervt. Und dann hat sie zu mir gesagt, hättest du mich nicht genervt, hätte ich mich nicht für dich wieder entschieden. Dann sagt sie wiederum, nerv mich nicht. Und wenn ich mich nicht bei ihr melde, dann heißt sie wieder, ich interessiere mich nicht für die. Und meine Patentanz, mit der habe ich darüber gesprochen, die hat gesagt, ich habe dich noch nie so erlebt, wenn du so weitermachst, bist du in der Geschlossenen. Ja, also ich finde, wenn man sich mal ein paar Tage nicht meldet, vor allen Dingen, wenn es der Wunsch der Partnerin war, ist das völlig in Ordnung. Wenn sie dann dir vorwirft, ja, du meldest dich ja gar nicht, dann hast du ja ein Argument in der Hand. Ja, nur sie sagt ja auch, ich soll jeden Abend anrufen, damit ich weiß, wie es der Kleinen geht. Das könnte ich ja ruhig machen. Die Kleine, sie ist ja total verrückt nach mir. So, wenn ihr beide euch da so verhakt habt miteinander, gäbe es ja immer noch die Möglichkeit, dass ihr beide zu einer Beratungsstelle gehen würdet. Das würde die nie machen. Das würde die nie machen. Nie. Dann würde ich an deiner Stelle, dann würde ich wirklich an deiner Stelle im Moment versuchen, mich runterzuschrauben, Daniel. Ohne jetzt die Einzelheiten noch genauer zu kennen. Ich habe das Gefühl, dass du zu aktiv bist da. Die Einzelheiten können wir jetzt nicht besprechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich bin ganz verspannt schon. Leg mal auf, wir rufen gleich nochmal an, okay? Okay, alles klar, danke. Jo, tschö. In der Technik, Uwe Petersen, morgen sind wir wieder da.